und die bewahrte Tafel ist wahr. Von ihr werden die Taten der Diener abgeschrieben, aufgrund dessen, was in ihr an Erlassen und Urteilen bereits zuvor gegangen ist. Na, die wohlbehütete Tafel, bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist eine Tafel, auf der die Vorherbestimmung bis zum Tage der Auferstehung, steht. Und derjenige, der die Vorherbestimmung auf die Tafel geschrieben hat, ist der Stift. Ist der Stift, den wir in der nächsten Überlieferung besprechen werden. Auf dieser wohlbehüteten Tafel steht die Vorherbestimmung bis zum Tage der Auferstehung. Bis zum Tage der Auferstehung. Und es wird gesagt, dass diese Tafel auf der Stirn von dem Engel Israfil sein soll. Und es wird gesagt, dass diese Tafel auf der Stirn von Israfil alayhi salam sein soll. Aber auch hier, wallahu a'lam, kenne ich nichts Authentisches dazu. Und wir sagen, das, was auf der Tafel steht, sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was auf der Tafel steht, sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wird überliefert von Ibn Abbas, dass diese Tafel 500 Jahre groß ist. Das heißt, es ist eine gewaltige Tafel. Ja, eine gewaltige Tafel, die, wie Ibn Abbas sagt, 500 Jahre groß ist. Und wir haben gesagt, dass die Vorherbestimmung auf dieser Tafel steht. Und wir sagen, dass das, was auf dieser Tafel steht, niemals geändert wird. Wir haben Vorherbestimmungen, wo wir Texte haben, dass diese geändert werden. Wie was zum Beispiel? Das ist die Antwort aber. Was ändert die Vorherbestimmung? Zum Beispiel Dua. Ja? Wir sagen, Dua ändert das, was hinsichtlich der Vorherbestimmung auf den Blättern steht, die Engel bei sich tragen. Aber das, was auf den wohlbehüteten Tafeln steht, wird niemals geändert. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was auf den Blättern der Engel steht, und zwischen dem, was auf der wohlbehüteten Tafel steht. Das, was auf der wohlbehüteten Tafel steht, ist alles, was geschehen wird bis zum Tage der Auferstehung, und daran wird nichts geändert. Und die Ahadith, die wir haben, über das Ändern der Vorherbestimmung sind bezogen auf das, was in den Suhuf der Malaika ist. In den Schriften der Malaika. Und wir sagen, das Bittgebet ändert die Vorherbestimmung nicht in dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich für diese Person was vorherbestimmt hat, und weil diese Person Dua gemacht hat, ist das nicht eingetroffen, was Allah für diese Person vorherbestimmt hat. Sondern wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir es auch schon gestern hatten, wusste, dass diese Person Dua sprechen wird. Und hat deswegen vorherbestimmt, dass sie Dua spricht und dass durch dieses Bittgebet das geschieht, was diese Person sich erbittet. Und hätte diese Person kein Bittgebet gesprochen, so wäre etwas anderes eingetroffen. Das ist damit gemeint.